Gamer, aufgepasst! Damit ihr auch mal auf eure Kosten kommt, gibt es heute meine Top 5 Animes, in denen es irgendwie um Videospiele geht. Wie immer spiegelt diese Liste meine eigene Meinung wider. Wenn ihr also was dagegen einzuwenden habt, dann tut dies doch in Form eines Kommentars. So weit, so gut. Wenn euch auch nur ein einziger Anime auf dieser Liste nicht gefallen sollte, dann seid ihr natürlich wie immer wärmlichst darum angehalten, ihn euch trotzdem anzuschauen. Ansonsten noch viel Spaß und wie sagen die Kids von heute immer? Linkstart! Bevor ich noch gekreuzigt werde, weil ich Sword Art Online vergessen habe, da habt ihr's. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, das Virtual Reality Spiel Sword Art Online ist ein brandneues und übertrieben krasses MMORPG, das Gamer auf der ganzen Welt begeistern würde, wenn nicht das Problem bestünde, dass der Hersteller sich einen Spaß erlaubt und einige besonders lustige Features eingebaut hat. So ist es den Spielern zum Beispiel nicht möglich, das Spiel zu verlassen, bis es irgendjemand durchgespielt hat. Und naja, jeder, der im Spiel getötet wird, stirbt auch im echten Leben. Da ist es natürlich ein wenig bitter, wenn man zuvor eine Pizza bestellt hat und sich nicht ausloggen kann, um sie zu essen. Schade um die Pizza. In Eingrad, was nebenbei der Name der Spielwelt ist, macht sich der mutige Protagonist Kirito auf den Weg, um alle im Spiel gefangenen Leute zu befreien, indem er sich wie zuvor erwähnt durch alle Ebenen des Spiels kämpfen und es durchspielen muss. Auf jeden Fall ist das ein äußerst interessantes Setting und man erkennt auch viele Aspekte eines Online-Spiels in diesem Anime wieder, was wohl auch gut ist, denke ich. Die Charaktere und die Story lassen wir hier lieber mal außen vor, weil ich ehrlich gesagt nicht so begeistert davon war. Hierüber lässt sich aber bestimmt auch streiten. Das Schöne an diesem Anime ist aber... Das natürlich auch. Aber ich meine gerade eher, dass man im Verlauf des Animes durch mehrere verschiedene Spielwelten reist, was vermutlich bisher in keinem anderen Anime so gut umgesetzt wurde. Also kann man ja mal reinschauen. Man möge mir verzeihen, wenn ich nicht genug Kenntnisse über die japanische Geschichte besitze, um es euch schriftlich zu geben, inwieweit Oda Nobuna no Jabo tatsächlich an der Realität orientiert ist. Aber zumindest klingt es für mich äußerst plausibel, dass so gut wie alle japanischen Feldherren damals kleine Mädchen waren. Sagara Yoshiharu ist ein normaler Highschool-Schüler, der in seiner Freizeit ein Spiel über die Sengoku, nein, nicht Son Goku, Sengoku-Zeit spielt. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen findet er sich eines Tages in exakt diesem Spiel wieder, wo er von dem guten Oda Nobunaga aufgegabelt wird, der hier aber Oda Nobuna heißt und exakt, meine Freunde, ein Mädchen ist. Mit seinen Kenntnissen über die Story des Spiels steht er ihr nun als Stratege bei und kloppt sich zusammen mit seinem Frauenharem, der wohlgemerkt auch in keinem Anime fehlen darf, durch die japanische Geschichte. Überraschenderweise war dieser Anime gar nicht mal so schlecht und so Samurai Girls sind doch auch immer was Schönes. Man sieht hier natürlich nicht viel davon, dass das Ganze ein Spiel sein soll, aber trotzdem ist Oda Nobuna etc. pp. Ganz schön cool und auf jeden Fall sehenswert. Sword Art Online ist ein Anime über ein MMORPG. Ja und Lock Horizon ist auch einer. An einem Tag, den alle nur die Apokalypse nennen, finden sich 30.000 japanische Gamer plötzlich in dem Fantasy-MMORPG Elder Tale wieder. Ohne irgendeinen Hinweis, wie sie dorthin gelangt waren oder vor allem, wie sie dort wieder rauskommen, setzen sie nun alles daran, es sich in dem Spiel bequem zu machen und dort über die Runden zu kommen. Entgegen der These von Shiro aus Fate's Day Night werden hier die Spieler bei einem Tod ganz normal wiederbelebt, wie es in einem Spiel üblich ist. Dafür häufen sich schon bald einige äußerst seltsame Ereignisse und auch Kontroversen zwischen Spielern und Spielern und Spielern und NPCs an. Die Kämpfe sehen deutlich MMORPG-mäßiger als in Sword Art Online aus und es wurde sich auch um ein halbwegs glaubhaftes Skillsystem bemüht. Story und Charaktere können sich wirklich sehen lassen und Lock Horizon schafft es im Endeffekt auch ziemlich gut, ein zur Realität gewordenes MMORPG mit all seinen Problematiken zu simulieren. Fantasy-MMORPGs sind ja toll und so, aber hey, wer braucht die denn bitte, wenn er ein Spiel mit übertrieben epischen Power Rangern spielen kann? Axel World spielt mehr oder weniger in der Zukunft, in der Kinder schon bei ihrer Geburt irgendwelche komischen Chips oder so eingepflanzt bekommen, sodass sie eine Art Computer in ihrem Gehirn besitzen. Wenn man einen Computer hat, kann man darauf auch zocken, also Axel World gezogen und los geht's. In diesem Spiel geht's aufs Ganze, mit lustigen Kämpfen, die Spieler als Power Ranger gegeneinander bestreiten und Punkte sammeln. Einziger Haken, wenn du keine Punkte mehr hast, kannst du auch nicht mehr zocken. Permaban sozusagen. Aber halt, stopp! Das Ganze geht noch weit darüber hinaus, denn man kann mit Hilfe des Spiels die Realität beeinflussen. So viel sei mal dazu gesagt. Unser äußerst attraktiver Protagonist Haru ist zwar eigentlich übel der Knecht und so, aber wird trotzdem aufgrund seiner Skills beim Zocken von der, und jetzt passt auf, attraktivsten Schülerin seiner Schule angebaggert. Klar, passiert mir auch immer.
Auf jeden Fall ist diese Anime, naja, vielleicht abgesehen von der etwas seltsamen Romanze, ein echter Hingucker, denn die Kämpfe sind eigentlich wirklich unterhaltsam, die einzelnen Spieler haben alle verschiedene coole Fähigkeiten und das ganze Story-Konstrukt an sich hat mir im Großen und Ganzen auch relativ gut gefallen. What the fuck? Batum! Nein, aber jetzt mal ernsthaft. So heißt nämlich Platz 1. Batum. Das ist ein Online-Spiel, in dem sich Leute in Teams gegenseitig Bomben an den Kopf schmeißen. Das soll zwar angeblich ganz schön strategisch sein, klingt aber zugegebenermaßen ein wenig stumpf. Ich weiß. Interessant wird's dann aber, wenn so ein hässlicher Typ mit einer Kappe, oh mein Gott, einer Kappe, sich denkt, yo, da kann man mal eine Fernsehsendung draus machen. Ab sofort kann wie bei der Hexenverfolgung damals einfach so jemand gemeldet werden, den man nicht leiden kann, und er wird auf eine beschissene Insel verschleppt und muss mit Bomben andere Leute killen, um wieder nach Hause zu kommen. Im Prinzip sind es die Hunger Games nur mit Bomben und ohne Jennifer Lawrence. Dieser kleine, äußerst actionreiche Anime zeigt, wie sich der ehemalige Batum-Spieler Sakamoto Ryota durch die Tropen bombt. Dabei trifft er auf verschiedene Leute, normale, aber überwiegend auch auf total bekloppte Volldeppen, bei denen immer eine Bombenstimmung ist. sorry. So hat sich Batum bei mir schnell auf Platz 1 gebombt und ja, ich sollte mit diesen Bombenwortspielen aufhören. So, das waren meine Top 5 Animes, in denen es irgendwie um Videospiele geht. Wenn ihr einen Anime auf meiner Liste vermisst habt, dann lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und wenn es euch nicht gefallen hat, dann dreht ganz einfach euren Bildschirm um 180 Grad und gebt ihm einen Daumen nach unten. Ich bin der nicht ganz so schwarze Black Reaper und ich bin dann raus. Bis dann, wartet, es kommt. Tschüss!